Herzlich willkommen in der Akibalein. Heute geht es um Getränke in Japan. Nahezu an jeder Ecke findet ihr in Japan so einen Getränkeautomaten. Und wir haben uns durchprobiert. Das heißt, gleich switchen wir dann nach Japan. Da haben wir nämlich ganz viel ausprobiert. Die kuriosesten Getränke, sage ich euch. Und am Ende des Videos möchte ich euch auch noch zeigen, wie ihr quasi ein Stück Japan nach Deutschland bekommen könnt durch Ocha Ocha. Deswegen, ihr seht es vielleicht schon, hier steht ganz viel Ocha Ocha im Hintergrund. Das hat Ocha Ocha uns nämlich dankenswerterweise zugesendet. Wir sind nämlich Markenbotschafter und am Ende des Videos geht es einfach nochmal darum, was es hier für krassen grünen Tee jetzt gibt. Und roten Tee und Soba-Cha und Cold Brew Kaffee. Und aus diesem Grund haben wir jetzt hier auch einmal Werbung eingeblendet, das ganze Video lang. Jetzt geht's aber erstmal ab nach Japan, denn da kommt das ganze gute Zeug ja eigentlich her. Vorab, in Japan gibt es nicht nur Getränkeautomaten, es gibt alles Mögliche in Automaten. Eisautomaten, Sandwichautomaten oder auch Bananen einzeln abgepackt in einem Automaten als gesunder Snack für zwischendurch. Chipsautomaten am Bahnhof oder auch ein süßer Kuchen aus dem Automaten. Dann gibt's schäbige, versteckte Automaten wie hier. Oder dubiose Überraschungsboxen, an die wir uns persönlich gar nicht rangetraut haben. Bis zu 30 verschiedene Getränke haben solche Maschinen im Angebot. Vom einfachen Wasser oder exotischen Vitamin- und Fruchtdrink geht die Auswahl weiterhin zu Milch- oder Joghurtdrinks und natürlich sehr viele Tee- und Kaffeevariationen. Grüner Tee wird an einigen Automaten häufiger angeboten als Wasser. Die leeren Behälter sollten entweder im heimischen Mülleimer entsorgt werden oder man benutzt diese Behälter direkt neben den Automaten. Aber Achtung, werft hier bloß keinen anderen Müll rein. In Japan gibt es übrigens keinen Pfand auf Dosen oder Flaschen wie bei uns. Auf rund 25 Einwohner kommt ein Automat und über 2,5 Millionen Getränkeautomaten sind dann im ganzen Land verstreut, also wirklich schwer zu übersehen. Die Preise liegen dann bei 100 bis 200 Yen, je nachdem, wofür man sich eben entscheidet. Für ein Wasser zahlt man oft nur umgerechnet 1 Euro und eine Coke kostet dann so um die 1,50. Man liegt hier also schon ein wenig über den Preisen aus Supermärkten. Manchmal gibt es aber auch Schnäppchenautomaten, wie hier. Hier ist eine ganze Stange voller 100 Yen-Automaten. Obwohl wir hier relativ zentral gerade sind, in Kyoto. Wollen wir einen Rainbow-Tee mitnehmen? Oh. Das ist bestimmt einfach grüner Tee, oder? Wahrscheinlich. Aber der Automat hat viele Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Das stimmt. Das sieht auch funky aus, finde ich. Blues Coffee Blend. Ach, das war rechts vor. Alles auf jeden Fall viele drin. Zutaten. Könnte ganz cool sein. Automaten gibt es irgendwie Sachen ganz günstig. 50 Yen, 60 Yen. Auf jeden Fall der günstigste Kaffee. Hier so ein Riesenpott. Was nimmst du? Hot Coffee. Ah, der ist auch kleiner. Man kann entweder bar zahlen oder auch kontaktlos. Die Guthabenkarten, mit denen man auch Bahn fährt, wie die Suica oder Passmo-Karte, kann man einfach nutzen, sofern darauf Geld aufgeladen wurde. Super praktisch. Als erstes schauen wir uns mal Wasser an. Ja, klingt jetzt erstmal öde, aber Wasser ist natürlich auch sehr wichtig. Ich liebe Tansan. Das ist Wasser mit Kohlensäure und Zitrusgeschmack, aber eben nicht wie eine Limo. Beste, wo gibt. Ja. Wasser gibt es oft mit Kohlensäure, teilweise so viel Sprudel, dass einem die Kehle wehtut. Aber wirklich sehr erfrischend. Und jetzt steigern wir uns drastisch von Wasser zu Fischbrühe. Aber keine Panik, dieses ist nicht zum sofort wegtrinken gedacht. Mit nach Hause genommen sorgt die Brühe für eine super Suppengrundlage zum Kochen. Jetzt kommt ein dekoffinierter Gerstentee dran, den man in vielen Automaten findet. Ich finde, es ist eine Teesorte, die optisch einfach zu verwechseln ist mit einem klassischen Pfirsich-Eistee, den es bei uns hier auch oft gibt. Wenn man dann einen großen Schluck nimmt, kann es schon zu einem Überraschungseffekt kommen. Denn Getreidetee schmeckt schon derbe anders. Ja, das war so meine Erfahrung dazu.
Das hier so doll geschüttelte Getränk ist auf Milchbasis und ist geschmacklich am besten mit in Wasser aufgelöstem Joghurt vergleichbar. Ich hoffe, das ist fruchtig. Oh. Schmeckt so ein bisschen wie so ein verdünntes Actimel oder so, finde ich. Und dann so ein bisschen orangig oder so. Geht wohl. Ich weiß nicht, wie man jetzt einen halben Liter von trinkt, aber lecker auf jeden Fall. Viele Geschmacksvariationen von diesen Milchlimos gibt es auch von anderen Marken. Irgendwann müssen wir aber hier auch nochmal sowas trinken. Weil das ist ja immer nur ein Kakao. Mandelmilch. Gibt es hier keine Suppe? Nee, hier gibt es keine Suppe. Ist das hier nicht auch Glibber? Mit Eis? Ja, sieht so aus. Was meintest du? Achso, stimmt, das ist Glibber. Glibber in der Flasche. Oh, was ist passiert? Oh. Ach, das war ein Glücksspiel. Ja, ich weiß aber nicht, was passiert. Stimmt, hier ist, hatte ich diesen Urlaub noch gar nicht gesehen, aber stimmt. Lemon Made. Sehr frischen, sehr sauer, ohne Kohlensäure, zitronig und ich guck mal, wie viel Zucker. 13 Kalorien auf 100 Milliliter, das geht gerade noch so. Bei uns gibt es ja auch so Sportdrinks und isotonische Getränke. In Japan ist ein bekannter Vertreter Pocari Sweat, was vielleicht vom Namen her erstmal abschreckt. Aber es ist ein ganz harmloser Isodrink und dieser hier ist sowas in der Art. Okay, und welches suchst du dir aus? Match. Das sieht ja gesund aus. Okay, ist vielleicht sowas wie eine Fanta oder was meinst du? Zitrone, glaube ich. Ja? Okay. Ich bin immer der Tester. Oh, ich glaube, das ist gar keine Kurse. Doch, oder? Riecht so ein bisschen nach Gummibärchen. Also ich habe schon mal mehr Gummibärchen-Drink getrunken, aber geht schon in die richtige Richtung, ja. Schon süß. Zu dir? Amino Supply. Oh, endlich gibt's das mal. Schmeckt wie Capri-Sonne Kirsch oder was? Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß nur noch, dass es ganz lecker geschmeckt hat. Ich glaube wie Capri-Sonne Kirsch. Auf jeden Fall mit Vitamin. Ja, Capri-Sonne Kirsch. So, und jetzt nehmen wir was ganz Kurioses. Wenn das Geld echt bezahlt ist. Eine schöne Coke. Schmeckt schon ein bisschen anders als Pepsi, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Kirsche? Ein bisschen wie dieses Blei oder wie ist das? Naja. Geht so. Fruit, Water, Lemon. Haben wir noch nie probiert, deswegen go for it. Ohne Kohlensäure, weiß nicht, also nicht besonders geil, aber nicht so süß, aber es hat Zucker, 17 Kalorien. Das hier ist was von Metz. Metz ist vom Getränkehersteller Kirin, eine Limo, und ich habe mich für die Geschmacksrichtung Litchi entschieden. Es schmeckt so lecker nach Litchi und dann ist da auch noch Kohlensäure drauf, also richtig erfrischend. Schwarzer Tee, würde ich sagen. Mit Hagebutte und irgendwelchen Kräutern.
Wir genießen hier gerade übrigens die Aussicht auf dem Shibuya Square Sky Tower oder wie der heißt. So, und nach dieser ganzen Entspannung brauchen wir jetzt etwas. Dragon Juice. Wow, das ist aber teuer. Das ist das teuerste Getränk, was ich hier jeden beim Automat gesehen habe. Oder? Alkohol ist teurer. Ach, das ist Alkohol? Nee, Alkohol ist teurer. Ach so. Keine Ahnung, ein kleiner Boost für uns, oder? Mhm. Das ist ein krasser Energy Drink. Ich bin sauer. Ich weiß nicht, ob man den wirklich gut trinkt oder ob man den besser mischt. Ich hätte ja auch ganz gerne hier diesen Iron Boss mit Tommy Lee Jones. Sieht interessant aus. Ist auch irgendwie mit Abstand hier an einem Automat das teuerste Getränk. Weiß nicht, was daran das Besondere ist. Vielleicht einfach ein Kaffee oder doch Energy. Teilweise haben wir den im Supermarkt sogar für 200 Yen gesehen. Und in anderen Vending Machines dann eben auch. Wir sind gespannt, was das ist. Ein Energy Drink. Ach so. Ja gut, hätten wir vielleicht. Nee, stand da so nicht. Hier. Hier steht's. Okay. Oh, das ist ganz gelb irgendwie. Guckt euch das an, das sieht richtig giftig aus. Es gibt ja so viele Monster und keine Ahnung, wie das alle heißt. Das ist alles nicht so richtig meins. Also darfst du das jetzt weiter trinken. Hm. 20 Milligramm Gamma sind da drin. Hier ist ein Detective Conan Überraschungsdrink. Also, wir wissen noch gar nicht, was es sein kann. Kostet 110 Yen. Okay. Sieht irgendwie aus wie was Sprudeliges. Das habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Das sieht interessant aus. Detective Conan auf jeden Fall. Gummibärchen, nein, ein Kaugummi-Drink würde ich sagen. Wie dieses Eis, Bubblegum-Eis, ist es blau? Irgendwie so. Aber sprudelig. Einfach Wasser oder was hast du dir geholt? Flavored Water. Zitronenorange. Mhm. Und? Noch was? Oh. An einigen Orten gibt es Getränketasten, an denen aber gar nichts rauskommt. Hier in Nara kann man beispielsweise für die Pflege der Rehe spenden, die im Park herumlaufen und man erhält gar kein Getränk. Nebenbei wird man dann sein Kleingeld los und tut Gutes. An anderen touristischen Orten gibt es dann auch solche Spendenautomaten. Hier zum Beispiel kann man einfach freiwillig mehr für sein Wasser zahlen. 35 Zitronen in einer Dose. Auf Reisen kommt die tägliche Vitamindosis bei uns manchmal dann doch zu kurz und daher wird es dann durch diese Hammer-Vitaminschocker direkt wieder gut gemacht. Wir haben jetzt hier das hier geholt. Und davon werden wir jetzt richtig gesund. Also wir sind noch nicht krank, aber wir bleiben gesund. Hast du nicht mal gelesen, dass das auch gegen Kater wirken soll? Das schmeckt nicht so lecker. Klingt so ein bisschen wie eine Medizin. Ein bisschen so ein Energy-Geschmack, aber auch ein bisschen fruchtig. Ja. Jetzt nähern wir uns mal den Heißgetränken an. Naja, eigentlich kann man eher Warmgetränke sagen. Aber so eine heiße Zitrone mit Honig ist wirklich was Feines. Besonders lecker an kühleren Tagen zum Aufwärmen. Heiße Zitrone gehört in jeden Automaten, der auch warmen Kaffee oder Kakao anbietet. Schön warm. Espresso und go. Ist warm. Heute ist so ein schöner Frühlingstag, da braucht man erstmal ein warmes Getränk. Okay, let's try it. Das hat sich angehört, als in der Kohlensäure drauf ist. Oh, da ist irgendwas Komisches dran. Irgendwie so blumig. Oh, das riecht wohl lecker. Wie so Tee, aber... Ganz verrückt, also irgendwie nur
Jasmin vielleicht? Oder ist das gar kein Kaffee? Nein, das ist Tee. Das ist gar kein Kaffee, aber das irritiert mich, weil da steht Espresso. Es riecht wie Tee und schmeckt so sahnig und so cremig. Wunder. Morning Shot. Nicht so mein Fall. So mokka-mäßig irgendwie. Wir haben jetzt hier einen Kilimanjaro in Hot. Und die Dose fühlt sich immer viel heißer an als den halt gleich. Immer wieder mit Milch. Aber nicht so übertrieben süß. Also ist der einzige von den warmen, der mir ganz gut schmeckt, glaube ich. Weil da nicht so heftig viel Zucker drin ist. Der ist gut. Morgens erstmal so ein kaltes Käffchen. Ist irgendwie schon Ritual bei uns. Monday Black. Sieht gut aus. Ich finde den wohl ganz gut. Schwarzer Kaffee pur, ohne Zucker, ohne Milch. Der Kaffee ist ein bisschen schokoladig auch. Jetzt habe ich's. Meistens gibt es diesen Kaffee dann in Dosen und um das Werbegesicht von Tommy Lee Jones kommt man bei einer sehr bekannten Marke gar nicht drum rum. Wir sind jetzt gerade übrigens von dem warmen Kaffee schon abgedriftet zu eiskalten, was ich persönlich auch zu meinem Favorit zähle. Meistens ist blau gekennzeichnet, was gekühlt ist und rot, was warm gehalten ist. Spricht man kein Japanisch, ist manchmal gar nicht klar, ob ihr einen Kaffee mit Milch, Sahne, Zucker oder Süßungsmittel oder einen schwarzen Kaffee kauft. Also kann man sich entweder überraschen lassen und einfach viel ausprobieren oder bei einem guten Getränk dann bleiben, was man dann für sich entdeckt hat. Apropos warm, es gibt auch warme Suppen für den kleinen Hunger zwischendurch. Irgendwie nicht so mein Fall, aber als kleiner Snack unter den Japanern doch recht beliebt. Ein lila Kaffee bitte. Die Dose sieht ja funky aus. Ist das kalt oder warm? Kalt. Kalt. Mit Milch. Sehr süß. Ich glaube, das ist ganz, ganz dünner Kakao. Also ich glaube, Kaffee ist es nicht. Es ist schokoladig, aber auch milchig. Aber es ist gerade schön, da werden die Hände von warm. Das ist jetzt ein Eisbecher. Nee, irgendwas mit Karamell. Eisbecher. Ganz, ganz süß. Also ganz egal, wo man sich befindet, ob am Bahnhof, bei Sehenswürdigkeiten, im Hotel oder auf einer ganz normalen Straße, einen erfrischenden und praktischen Automaten findet ihr eigentlich immer unmittelbar in eurer Nähe. Manchmal übrigens auch sehr modern und futuristisch mit Touchpad und sogar mit Gesichtserkennung, wobei der Automat unter Einbeziehung von Einflussfaktoren wie Aussehen, Wetter und so weiter dir dann deinen Getränkevorschlag unterbreiten kann. Oder hier. Hier gibt's Energy Drinks im Arcade. Ja, komm. Oh, ganz genau. Das Angebot von den Automatenherstellern unterscheidet sich meistens nur unwesentlich. Im Endeffekt unterscheidet dann natürlich der persönliche Geschmack oder ihr benutzt einfach den Automaten, der die Getränke mit der schönsten Verpackungsgestaltung hat. Das Angebot variiert auch je nach Region. Die Getränke sind übrigens nach Farben sortiert, zum Beispiel steht Blau für Wasser oder für ISO-Getränke, Gold und Braun oft für Kaffee oder Tee, Violett dann für Traubensäfte, Rot für Apfelsäfte und so weiter und so weiter. Und es gibt auch Alkoholautomaten, da habe ich jetzt aber gar keine Aufnahme von, weil wir auf Reisen eigentlich eher die Softdrinks bevorzugen und vielleicht mal abends im Hotel oder im Restaurant ein Asahi oder ein Kirin-Bier trinken. Und neben Bier gibt es dann auch oft Longdrinks in Dosen, wie zum Beispiel das beliebte Highball. Das ist so ein Soda-Wasser-Whisky-Mix, den man kaufen kann. Und der ist sehr beliebt in Japan. Aber diese Alkoholautomaten gibt es zwar noch häufig, aber es werden auch immer weniger, weil ja meistens der nächste Convenience-Store auch gar nicht weit entfernt ist. Ich persönlich finde die Automaten in Japan wirklich gut, da man stets an eine kühle Erfrischung kommt. Aber natürlich stehen auch viele Kühlschränke auf den sonnigen Straßen und besonders schick ist so ein brummiger dicker Kasten eigentlich auch nicht. Japan ist ja das Land der Erdbeben, wobei in Katastrophenfällen die Automaten dann freie Getränke an die Menschen ausgeben können. Im großen Erdbeben im Jahr 2011 im Osten Japans wurden mehr als 100.000 Getränke verteilt.
Und im Notfall können auf den Displays zentral gesteuert Nachrichten verbreitet werden. In Deutschland würden sicherlich die ersten Randalen nicht weit sein, aber in Japan werden die Automaten glücklicherweise eigentlich in Ruhe gelassen. So, und jetzt beamen wir uns wieder zurück nach Deutschland, denn ich habe euch ja versprochen, dass der authentische japanische Eistee hier auch gar nicht so weit entfernt ist. Wir haben erfahren gehabt, dass es am Hauptbahnhof in Osnabrück einen Automaten geben soll, wo jetzt Ocha Ocha drin ist, und haben uns direkt auf den Weg gemacht, sind hingefahren und haben diesen Automaten leer geplündert. Wir mussten erst ein bisschen suchen, aber irgendwann sind wir fündig geworden. Zwischen einer Senfpackung und Tomatensuppe haben wir dann Ocha Ocha Tee gefunden, und zwar Sobacha. Ja, an dem Tag war es wirklich heiß, deswegen haben wir einfach komplett alles direkt leer gekauft. Das war irgendwie so ein Special-Preis von 1 Euro, da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Aber leider war die Kühlung an dem Hauptbahnhof jetzt nicht so perfekt, deswegen haben wir das Ganze dann mit nach Hause genommen und leer getrunken, weil wir das erst richtig kalt haben wollten, denn so schmeckt der Eistee einfach am besten. So, jetzt bauen wir hier einfach mal so ein kleines Probierset auf. Oh, das ist so richtig nass, weil es so kalt ist. Wir starten mit einem Früchtetee. Also so ein Früchtetee ist einfach ein Dauerbrenner. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Früchtetee schmeckt jedem. Da ist Apfel drin, Hibiskus, Lemongras, Zitronen, Orangenschalen, also richtig viel gesundes Zeug und hat auch keine Kalorien. Das kann man also auch gut während der Diät trinken. Habe ich den Sommer lang so ein bisschen dann auch ausgenutzt. Gut gespritzt. Eigentlich trinke ich das halt immer direkt hier raus. Das ist ja eigentlich klar. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht. Und ich bin gerade selber ein bisschen überrascht, weil ich das noch nie in ein Glas gefüllt habe. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das knalliger ist. Aber das ist so richtig trüb. Also sieht nicht so richtig künstlich aus. Das finde ich schon mal sehr gut. Mmh, der ist so säuerlich und richtig fruchtig. Kukicha! So, ein grüner Tee. Das ist ja wohl mega japanisch, würde ich sagen. Der riecht auch so gut, wenn man trinkt. Und der schmeckt auch nicht zu stark. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn manchmal grüner Tee oder Matcha so fischig riecht oder schmeckt, meine ich. Das finde ich immer ganz scheußlich, aber das ist hier auf gar keinen Fall der Fall. Dann haben wir noch Sobacha. Das war bei mir Liebe auf den zweiten Blick. Ich musste da wirklich erstmal den zweiten trinken. Und dann ist es jetzt aber zu meinem Favoriten geworden. Der schmeckt nämlich so ein wenig, ja, so nach, also es ist ein Buchweizentee und der schmeckt so ein bisschen nussig, würde ich sagen. Und ich bin auch gerade wieder baff, wie die Farbe ist. Ich dachte, der ist gelber. Buchweizentee habe ich in Deutschland so, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich bin richtig froh, dass es den jetzt zu kaufen gibt. Und ich glaube, ihr konntet in dem Video schon sehen, ich bin ja mega kalter Kaffee-Fan und der muss auf jeden Fall schwarz sein. Der braucht gar keine Milch, der braucht keinen Zucker. Ich muss sagen, diesen habe ich noch nie probiert. Der ist nämlich auch ganz neu und soll auch Leuten schmecken, die gar nicht generell Kaffee schwarz mögen. Also ich mag Kaffee generell, ich bin Teetrinker, ich bin Kaffeetrinker und ich mag auch gerne starken Kaffee. Ich bin gespannt. Und der ist eben im Cold Brew-Verfahren hergestellt, also nicht irgendwie erst heiß gekocht, gefiltert und sowas, sondern kalt. Mmh. Ach, der riecht auch richtig gut. Jetzt ist es leider schon voll spät, sonst würde ich da am liebsten die ganze Palette jetzt von leer trinken, aber dann kann ich nachher nicht schlafen. Weil das hier ist halt was Koffeinhaltiges, die anderen sind übrigens ohne Koffein, ja, nee, doch nicht. Grüner Tee hat natürlich Koffein, aber der Sobacha, der ist koffeinfrei. Und der Früchtetee auch. Also nochmal vielen Dank an Ocha Ocha, dass wir hier die Tees probieren durften. Wir würden auch kein Markenbotschafter sein wollen, wenn wir das Produkt blöd finden. Also wir mögen das wirklich richtig gerne, mein Freund und ich. Und kriegen quasi auch immer ein bisschen Fernweh, wenn wir die Sachen hier probieren, weil das halt wirklich ist wie in Japan. So, und jetzt noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wir haben so einen Code. Wenn ihr über diesen Referral-Link dann bestellt, dann könnt ihr unserem Channel auch noch was Gutes tun und euch natürlich auch. Also ihr bestellt euch Tee, wir kriegen was dafür. Alle sind glücklich, warum nicht?
Es gibt auch so ein Probierpaket, das hatten wir am Anfang auch mal bestellt. Das ist super cool, da ist dann halt eine gute Mischung. Und jetzt hoffen wir noch, dass sich Otscha Otscha vielleicht auch bald mal in mehr Supermärkten etabliert. Bei uns in der Nähe gibt es leider noch kein Otscha Otscha. Ich hoffe, euch hat der Getränketest in Japan und hier an unserem Akiba-Tisch gefallen. Und seid einfach beim nächsten Video doch wieder mit dabei. Macht ein Däumchen hoch und schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr schon mal in Japan wart, was ihr da am besten an den Automaten fandet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Thank you.